Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der NGW zu diesem Vortrag. Mein Name ist Patrick Häschle, ich bin im Vorstand der NGW. Unsere Referentin Laura Baudis wird uns heute die Leichtigkeit der Neutrinos vorstellen. Es gibt einige Elementarteilchen, die uns im Alltag nützlich sind. Protonen und Elektronen bilden Atome und ohne die gäbe es keine Chemie, kein Leben. Photonen helfen uns, dass wir etwas sehen können. Daneben gibt es ganz viele, viele Elementarteilchen, von denen wir gar nichts spüren. Und die geheimnisvollsten davon gehören zur Familie der Neutrinos. Neutrinos haben gar keine oder fast keine Masse. Sie fliegen durch die Erde hindurch, ohne etwas davon zu spüren und sind umgekehrt auch dafür verantwortlich, dass Sterne am Ende ihres Lebens explodieren. Unsere Referentin beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Neutrinos. Sie ist 2007 Professorin für Experimentalphysik an der Uni Zürich und ihr Thema ist die Physik des Universums. Sie sucht im Gran-Sasso-Massiv mit großen Detektoren nach Kandidaten für dunkle Materie und geht seit ihrer Doktorarbeit 1999 den Eigenschaften von Neutrinos nach. Frau Baudis, ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Ich wollte erst mal sagen, ich bin froh, dass ich jetzt wieder in Winterthur bin. Ich habe ja hier schon über die dunkle Materie gesprochen. Ich habe schon, Peter kann sich erinnern, bei der Kinderuni hier Vorlesung gehalten. Da war natürlich ein anderes Publikum. Und da ging es aber auch um die dunkle Materie. Und jetzt freue ich mich, heute eben über diese Teilchen zu sprechen, Neutrinos, von denen, wie Sie sehen werden, wir eigentlich wissen, dass sie Masse haben, aber wir wissen noch nicht allzu viel über Neutrinos. Gut, aber erstmal fangen wir mit einer Geschichte an. Und diese Geschichte, die startete am 23. Februar 1987. Was war da passiert? Auf einmal kamen Milliarden über Milliarden von extragalaktischen Boten, fegten einfach so durch die Erde. Ja. Und eigentlich wissen wir das, weil wenige, nur sehr wenige davon wurden gestoppt. Und insbesondere waren davon genau 11, hinterließen ein Signal in so einem großen Detektor, ein Multiton-Wasser-Cherenkov-Detektor. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das ist ein Riesendetektor in einer Mine, in einem Untergrundlabor in Japan. Und es dauerte einige Stunden, etwa 3 Stunden, bis das Licht uns erreichte, das Licht einer Supernova, die explodiert war in einer nahen Galaxie. Und dieses war auch die naheste Supernova, die seit der Erfindung des Teleskops stattgefunden hatte und die dann direkt beobachtet werden konnte. Und das ist hier so ein Supernova. Ich dachte, das ist ein Laser. Der geht nicht. Okay. Das ist hier so ein Supernova-Überrest und diese Supernova ist bekannt als SN 1978a. Gut, was war passiert? Es war ein Stern, der war etwa 20 Mal schwerer als die Sonne, der vor etwa 170.000 Jahren explodierte. Und diese Supernova-Explosion fand in der großen Magellanischen Wolke statt. Und das ist eine der größeren, oder eigentlich die größte Zwerggalaxie, die unsere eigene Milchstraße umkreist. Ja. Und diese Boten, die durch die Erde fegten, das hat sich dann herausgestellt, das waren Neutrinos. Und diese Neutrinos hatten eben den Tod des Sterns direkt mitbekommen. Wir werden sehen, die kamen eben aus dem Zentrum des Sterns auf ihrem Weg von diesem kollabierenden Kern, von diesem kollabierten Kern der Supernova nach außen. Ja. Und Photonen, eben Lichtquanten, die wechselwirken mit Materie, mit Elektronen, mit geladenen Teilchen. Und daher konnten die nicht so schnell entschwinden. Es dauerte also einige Stunden, bis auch diese Lichtteilchen die Oberfläche des Sterns erreichen konnten, also dieses kollabierenden Sterns, und dann einfach entweichen und sich auf den Weg zur Erde machten. Ja, hier sieht man so ein schönes Bild von dieser großen Magellanischen Wolke.
Und vielleicht etwas zu der Distanz hier, die ist 168.000 Lichtjahre entfernt. Ein Lichtjahr ist einfach die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Gut, aber vielleicht erstmal jetzt einen Schritt zurück und die Frage, was sind diese Neutrinos? Das sind Teilchen, wie wir sehen werden, die Teil sind des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik. Und dieses Standardmodell oder überhaupt die Teilchenphysik beschäftigt sich mit der Zusammensetzung der Materie auf ihren kleinsten Skalen, auch mit Symmetrien und mit den Wechselwirkungen zwischen den Konstituenten der Materie. Wir wissen, Materie besteht aus Atomen, aus Molekülen. Diese wiederum bestehen aus einem Kern und Elektronen. In den Kern befinden sich die sogenannten Nukleonen, also Protonen und Neutronen. Und Protonen und Neutronen bestehen wiederum aus Quarks und auch noch aus anderen Teilchen. Aber was man hier so sieht, sind die sogenannten Valenzquarks, also diese drei Hauptquarks, die diese Nukleonen ausmachen. Und wir haben hier die nennt man Up- and Down-Quarks. Ja. Und dazu gehören auch Leptonen und zu den Leptonen gehören eben Elektronen, die kommen auch so in Paaren, und Neutrinos. Ja. Und Neutrinos werden bei bestimmten radioaktiven Zerfällen emittiert, ja, bei den sogenannten Beta-Zerfällen, und da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber erstmal, wenn wir dieses Bild hier sehen, Herr Eschle hat ja schon erwähnt, dass es gibt nicht nur die bekannten Teilchen, sondern eben auch andere Teilchen hier, und hier sehen wir sie alle im Standardmodell. Also es gibt drei Familien von Quarks, die schwereren Quarks aus. Es gibt mehrere Familien, auch drei Familien von Leptonen, also hier die Elektronen und die schwereren Geschwister, die Myonen, Tauonen, und genauso gibt es dann die Neutrinos. Ja. Und all diese Teilchen, die man hier außen sieht, also die Quarks und Leptonen, die heißen auch Fermionen. Und hingegen gibt es dann noch die sogenannten Bosonen, die wir hier in der Mitte sehen, und das sind die Teilchen, Spin-1-Teilchen für diejenigen, die sich auskennen, die Wechselwirkung vermitteln zwischen diesen Materieteilchen. Ja, zum Beispiel das Photon, das die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt und so weiter. Ja. Und wir werden eben sehen, also was ich jetzt aber hier sagen wollte, ist die Tatsache, dass Neutrinos als einzige Teilchen hier, als einzige Materieteilchen, also hier außen, elektrisch neutral sind. Ja? Und sie interagieren eben nur über die schwache Kraft. Es gibt diese vier fundamentalen Kräfte, die elektromagnetische Kraft, die starke Kraft, die Gravitationskraft, die wir ja alle merken, und eben die schwache Kraft. Ja? Und Neutrinos interagieren eben über die schwache Kraft. Natürlich auch ein bisschen, wie wir sehen werden, über die Gravitation, weil sie ja Masse haben und demnächst auch Energie, aber sie sind sehr, sehr leicht. Gut, aber zuerst, weil wir hier ja in der Schweiz sind, ein bisschen Geschichte. Die Geschichte des Neutrinos fängt eigentlich in Zürich an. Am 4. Dezember 1930, der berühmte Wolfgang Pauli war damals noch ein recht junger Professor an der ETH. Und er konnte nicht zu einem sehr wichtigen Meeting, ein sehr wichtiges Treffen nach Tübingen, wo sehr viele berühmte Physiker damals teilgenommen haben, unter anderem auch Lise Meitner. Er war wohl wegen dem Polyball oder so verhindert. Aber deswegen hat er diesen berühmten Brief geschrieben, liebe radioaktive Damen und Herren. Und eigentlich war dieser Brief hauptsächlich an Lise Meitner adressiert, denn sie arbeitete eigentlich seit 1907 an Radioaktivität, also radioaktive Zerfälle und auch an sogenannte Beta-Zerfälle, wie wir sehen werden. Und sie befand sich bei dem Treffen. Nun, Paul in diesem Brief schlug einen verzweifelten Ausweg aus einem Paradoxon vor, dem in diesem neuen Feld der Kernphysik aufgekommen war. Ja? Und wir werden noch sehen, was das eigentlich ist, aber was er vorschlug, war ein furchtbares Ding. Er hat gesagt, er schlägt ein neues subatomares Teilchen vor, also neues elementares Teilchen. Er nannte es eigentlich das Neutron damals. Das Neutron war noch nicht entdeckt worden. Damals gab es nur, man kannte nur das Elektron, Proton und Photon, aber später wurde es dann durch Enrico Fermi Neutrino genannt. Also er schlägt ein neues Teilchen vor, ob das nicht nachgewiesen werden kann. Ja?
Und die Idee war tatsächlich recht radikal, wie wir sehen werden. Aber was war erstmal das Paradoxon, die sogenannte Energiekrise, um es einfach auszudrücken? Es wurde damals eben durch Lise Meitner und auch anderen in vielen Experimenten beobachtet, dass Kerne, dass nicht alle Kerne stabil sind, sondern zerfallen, unter anderem auch durch sogenannte Beta-Zerfälle, ja, bei denen ein Elektron emittiert wird. Und was man gemessen hat, war so ein kontinuierliches Energiespektrum der Elektronen. Erwartet hat man aber eine Linie bei einer ganz bestimmten Energie und diese Energie ist gegeben durch die Massendifferenz der beiden zerfallenden, also der beiden zerfallenden Kerne, ja, Tochterkern und Mutterkern hier, sorry. Genau, das heißt, was passiert, was hat man sich gedacht dann, ist vielleicht die Energieerhaltung verletzt oder warum misst man nicht die erwartete Energie hier bei dieser Massendifferenz der Kerne? Gut, ein neues Teilchen würde dieses Problem natürlich lösen und warum? Nur wenn man es nicht beobachten kann oder zumindest nicht so leicht beobachten kann. Ja? Also wenn jetzt hier bei diesem Körper, wenn man da nicht so einen Zweikörperzerfall hat, sondern noch einen dritten dazukommt, in dem Falle ist es eigentlich ein Antineutrino, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, dann würde dieses neue Teilchen die Energie mit dem Elektron teilen. Weil man dieses Teilchen aber nicht messen kann, das heißt, man kann auch nicht dessen Energie messen, sieht man dann eben dieses kontinuierliche Spektrum hier anstelle von dem von der Linie. Und die führenden Physiker wie Niels Bohr oder Eddington und auch andere waren eigentlich nicht sehr überzeugt von der Idee. Ja, sie dachten, es ist so ein mathematisches Konstrukt und das ist vielleicht eine nützliche Hypothese, um das zu erklären. Das ist noch ein anderes Problem, die Erhaltung des Spins, aber ja. Sie glaubten aber nicht, dass es diese Teilchen wirklich geben konnte. Mit einer Ausnahme, das war damals Enrico Fermi, ein sehr bekannter Physiker, und der hat eigentlich die Idee sehr ernst genommen und hat dann sogar eine Theorie der schwachen Wechselwirkung entwickelt, darauf basierend. Aber es dauerte tatsächlich 30 Jahre, bis man dann wirklich zum ersten Mal Neutrinos nachweisen konnte. Ja? So schwach wechselwirken sie. Und es gab viele verrückte Ideen, dass man zum Beispiel in der Nähe einer Atombombe, weil da werden da viele, viele Neutrinos emittiert, messen sollte. Aber schließlich wurden sie an einem Kernreaktoren emittieren, auch sehr, sehr, sehr viele Neutrinos, eigentlich wiederum Antineutrinos, sehr hohe Flüsse, etwa 10 hoch 12 pro Sekunde und Quadratzentimeter, und diese beiden Herren, Clyde Cowan und Fred Rhines, die haben ein Experiment gebaut und das Projekt hieß Projekt Poltergeist, mit dem sie eben am Savannah River Reactor Antineutrinos nachweisen konnten. Also Antineutrinos werden in solchen Kernzerfällen, Beta-Zerfällen emittiert und die Frage ist, wie werden sie nachgewiesen, ja, in dem Detektor hier. Und das wollen uns ein bisschen, also sie hatten so ein 400 Liter Wasser mit Cadmiumchlorid und Fotodetektoren, die dieses Wasser beobachtet haben. Und was passiert ist, dass so ein Antineutrino kann eingefangen werden durch ein Proton im Wasser. Also Wasser besteht ja eben, Protonen sind ja Kerne von Wasserstoffatomen. Und dabei entstehen Neutronen und Positronen. Als ich diese Teilchen gezeigt habe, habe ich nicht erwähnt, dass es zu all den Teilchen eben auch die entsprechenden Antiteilchen gibt. Ja? Wobei einige Teilchen ihre eigenen Antiteilchen sind. Auf jeden Fall, das Positron annihiliert dann mit einem Elektron und es entstehen zwei Gamma-Quanten mit einer ganz bestimmten Energie. Die Energie ist die Masse dieses Elektrons oder Positrons, also 2 × 511 kV. Und das Neutron wird nach einer Weile, es wandert ein bisschen im Wasser herum, es stößt an die Protonen und wird dann eingefangen von Cadmiumatomen, die sich dann, die dann in einen angeregten Zustand gehen und sich dann abregen und emittieren dann hochenergetische Gammastrahlung. Und was Sie gesehen haben, war dann so eine Koinzidenz zwischen diesen hochenergetischen Gammastrahlungen von dem Neutroneinfang an Cadmium und die 2 × 511 kV, das ist eben die Masse
die Masse eines Elektrons Photon. Und das war natürlich nur der Anfang eines viel größeren Abenteuers. Und bevor wir weitergehen, finde ich noch lustig, die beiden haben dann Pauli tatsächlich ein Telegramm geschickt. Sie haben gesagt, we are happy to inform you that we have definitely detected neutrinos from fission fragments by observing inverse beta decay. Also dieser Anti-Neutrino-Einfang heißt auch inverse Beta-Zerfall und so weiter. Ne? Und er hat dann nur geantwortet, thanks for message. Everything comes to him who knows how to wait. Das war so ein bisschen seine Art. Und sie haben ja wirklich ja, zig Jahre lang versucht, nicht das aufzubauen. Und, aber gut, auf jeden Fall kennen wir heutzutage sehr viele Neutrino-Quellen und aus den meisten dieser Quellen haben wir auch schon Neutrinos direkt gemessen. Ja, Kernreaktoren, die Sonne, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Wir machen Neutrinos, hochenergetische Neutrinos in Teilchenbeschleuniger. Supernova, danach suchen wir noch. Wir warten auf den nächsten Supernova, auf die nächste Supernova-Explosion. Eben auch mit unserem dunklen Materiedetektor können wir diese Neutrinos eigentlich aus Supernova-Explosionen nachweisen. Und das wäre natürlich sehr, sehr spannend. In der Erdatmosphäre entstehen sehr viele Neutrinos durch kosmische Strahlung. Und diese Neutrinos werden auch nachgewiesen. Extraterrestrische, also oder auch sogar extragalaktische, wurden erst vor kurzem beobachtet. Die sind sehr, sehr, sehr hochenergetische Neutrinos, die zum Beispiel in den sogenannten aktiven galaktischen Kernen, also in Kernen von Galaxien entstehen, die weit entfernt sind. Schließlich hat man auch Neutrinos aus der Erdkruste gemessen. Ja, Teil der Wärme der Erde kommt von radioaktiven Zerfällen. Und da werden eben auch Neutrinos emittiert und damit kann man etwas lernen über die Energieproduktion der Erde. Das frühe Universum, da kommen wir auch noch dazu, das sind die sogenannten primordialen Neutrinos, die kann man sehr gut ausrechnen, wie viel es davon gibt. Das Problem ist, dass die Energie extrem, extrem niedrig ist und diese möchte man auch noch nachweisen. Und schließlich Menschen, wir alle emittieren eben auch Neutrinos, aber die haben wir auch noch nicht direkt gesehen und das sind durch die Beta-Zerfälle, durch Kaliumzerfälle und Kohlenstoff-14-Zerfälle im Körper. Etwa 8000 oder so pro Sekunde. Deswegen, genau. Wir werden sehen, verglichen mit dem Fluss der Sonnenneutrinos ist das eine recht kleine Zahl. Gut, aber warum sind jetzt die Neutrinos wichtig, die jetzt zum Beispiel im Urknall produziert worden sind? Weil aufgrund ihrer Zahl dominieren sie das Universum. Wir werden sehen, nicht aufgrund der Masse. Ja? Die Welt um uns herum, wie wir sehen, besteht aus sogenannter normaler Materie. Und die haben wir ja gesehen, die besteht aus Elektronen, Protonen, Neutronen und so weiter. Wenn man sich so fragt, besteht das ganze Universum aus diesen Teilchen, dann ist die Frage nein. Eigentlich sind das absolute Raritäten. Ja? Für jedes davon enthält das Universum etwa 1 Milliarde Neutrinos. Und das kann man recht gut ausrechnen. Und dasselbe kann man ausrechnen für Photonen. Also für ein Proton gibt es 1 Milliarde Photonen im Universum. Also Photonen, die jetzt im Urknall produziert, die aus dem Urknall entstanden sind. Ja? Und diese Photonen haben wir gemessen. Die kommen zu uns aus allen Himmelsrichtungen im Mikrowellenbereich, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die zum Beispiel durch den ESA, durch mehrere Satellitenexperimente, aber vor kurzem auch, also ja, vor einigen Jahren durch diesen ESA-Planck-Satelliten nachgewiesen worden sind. Das heißt, wir wissen, das Universum ist gefüllt mit einem See aus Photonen aus dem Urknall und genauso können wir ausrechnen, ist es gefüllt aus einem See aus Neutrinos, mit einem sehr aus Neutrinos. Ja? Und diese entkoppelten von den anderen Teilchen, also haben angefangen, sich auszubreiten, als das Universum größer geworden ist, expandiert ist, kälter geworden ist. Und für Neutrino war das etwa 10 Sekunden nach dem Urknall. Für Photonen waren es etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall, also sehr viel später, weil sie sehr viel stärker wechselwirken. Genau, die Zahl kennt man eigentlich auch recht gut. Also wenn jetzt aber so viele Neutrino pro Kubikmeter Raum existieren, dann ist die Frage, könnten vielleicht diese Neutrinos die dunkle Materie ausmachen? Ja? Und das war eine
Die Frage hat man sich so in den 80er, Mitte der 80er, 90er gestellt, weil das ja eine echte Möglichkeit ist. Aber die Antwort ist nein. Wir wissen heutzutage, wie wir noch sehen werden, dass Neutrinos eine Masse haben, aber diese Masse ist viel zu klein, um diese dunkle Materie zu erklären. Ja, ich werde jetzt hier nicht über die dunkle Materie sprechen, aber ich will nur sagen, das Universum besteht aus etwa 27% dunkler Materie, aus dunkler Energie. Diese normale Materie, Baryon und Photon und Neutrinos, abhängig von der Masse, können etwa 0,1-2% ausmachen. Das scheint jetzt recht wenig, aber sie können trotzdem beeinflussen, wie sich die großräumigen Strukturen entwickeln im Universum. Das heißt, sie sind eigentlich nicht wirklich vernachlässigbar. Gut, abgesehen davon sind sie wichtig für unser Leben. Ich würde mal sagen, keine Neutrinos, keine Energie, die uns wärmt, keine Atome, die komplizierter sind als Wasserstoff, kein Kohlenstoff, kein Sauerstoff, kein Wasser, keine Erde, kein Mond und so weiter. Also das Universum, ja, würde ziemlich langweilig aussehen. Es wäre vielleicht nur so ein See aus Photonen, aus Strahlung und sonst nichts, wenn es keine Neutrinos gäbe. Warum? Schauen wir uns erstmal an, Neutrinos und die Sonne. Ja? Sie wissen wahrscheinlich, dass unsere Sonne ein gigantischer Fusionsreaktor ist. Sie scheint, indem sie Protonen zu Helium konvertiert. Das sind recht komplizierte Prozesse, mehrere sogenannte Zyklen, PP-Zyklus, CNO-Zyklus und so weiter. Aber im Endeffekt kommen mehrere Protonen zusammen, 4 Protonen insgesamt, und es ergibt sich ein Heliumatom und eben 2 Neutrinos, also pro Reaktionskette. Ja. Und die Sonnenabstrahlung ist etwa 98% Licht, also Photon, und 2% Neutrinos. Und diese Neutrinoflüsse aus der Sonne in all den Reaktionen, wie gesagt, das sind verschiedene Reaktionen, kann man sehr genau ausrechnen. Aber erstmal war das Hans Bethe, der diese thermonuklearen Reaktionsraten vorhergeschlagen hat. Damals wusste man ja noch nicht, wie die Sonne, wie Sterne überhaupt funktionieren. Ja? Und das war ein Vorschlag, später bekam er dafür auch den Nobelpreis. Nun, die Reaktionsrate. Warum sind Neutrinos wichtig? Weil Neutrinos eben in der schwachen Wechselwirkung teilnehmen, und diese Raten werden gerade durch diese schwachen Wechselwirkung bestimmt. Das sind schwache Wechselwirkungsprozesse, die hier stattfinden. Also wenn 4 Protonen, wie gesagt, das entsteht ein Heliumkern, 2 Positronen und 2 Neutrinos pro Kette. Und weil das über die schwache Kraft abläuft, sind es relativ langsame Prozesse. Das heißt, die Sterne haben die Gelegenheit, eine sehr, sehr lange Zeit zu leben, und lange genug, damit eben auch Planeten entstehen und Menschen und so weiter. Ja. Und dieser Gesamtneutrinofluss, den kann man ausrechnen, der ist 66 Milliarden pro Quadratzentimeter, also so pro Daumen und pro Sekunde. Und trotzdem, also das scheint eine sehr, sehr große Zahl, und trotzdem war das sehr, sehr schwierig, das hat ewig gedauert, bis man diese Sonnenneutrinos nachweisen konnte. Ja. Das heißt, und warum? Weil eben diese schwache Wechselwirkung, weil das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Neutrinos eben mit einem Elektron oder einem Proton oder so in Wechselwirkung treten, dass die extrem gering ist. Ja. Und wenn man das jetzt so vergleichen möchte mit den Photonen, ist die Frage, kann man sich so eine Sonnenbrille bauen für Neutrinos? Für die Photonen dauert es ja 8 Minuten, bis sie von der Sonne zur Erde kommen. Aber wenn man jetzt die Neutrinos, die bewegen sich auch fast mit Lichtgeschwindigkeit, weil sie extrem leicht sind. Das heißt, es dauert genauso lange. Aber wenn man sie jetzt abschirmen wollte, dann braucht man eigentlich eine Bleischicht der Dicke von mehreren Lichtjahren. Also das wäre halt ja nicht wirklich machbar. Und deswegen sagten auch damals schon Bethe und Pyle zum Beispiel, haben sie gesagt, man wird offensichtlich niemals in der Lage sein, ein Neutrino zu beobachten. Aber man soll vielleicht niemals sagen, was jetzt Physiker angeht oder auch andere. Genau, die ersten Messungen der Sonnenneutrinos, das passierte
mit einem Experiment. Das wurde Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre aufgebaut in einer Goldmine in South Dakota, die Homestake Mine. Und Sie sehen hier oben Ray Davis. Er hatte etwa 600 Tonnen Tetrachlorethylen. Und dieses Tetrachlorethylen enthält etwa 10 hoch 30, also eine sehr große Anzahl von Chloratome, ja, Chlor 37. Und seine Idee war, eigentlich war das die Idee von John Bacall, er hat sie dann auch umgesetzt. Die Idee ist, dass diese Neutrinos eingefangen werden. Es entsteht dabei Argon 37. Argon 37 zerfällt dann wieder zu Chlor 37 mit einer Halbwertszeit von 35 Tagen. Und wenn man da so mehrere Halbwertszeiten wartet, dann entstehen da eine gewisse Anzahl von Argonatomen. Ja, und das Schwierige ist, aus diesen 615 Tonnen Tetrachlorethylen die wenigen Argonatome dann herauszufischen und die dann noch in einem kleinen Detektor zerfallen zu lassen. Da entstehen Röntgenstrahlung mit einer Energie von 2,8 Kiloelektronvolt, also recht niedrige Energie, und das eben nachzuweisen. Ja, das war sehr, sehr schwierig und das wurde so gemacht, dass etwa alle 60 bis 70 Tage diese Flüssigkeit mit Xenongas gespült wurde und dann mit Xenongas extrahiert, ja, weil das ist ein Edelgas und das kann man dann relativ leicht extrahieren. Erstmal bekam Masatoshi Koshiba, er hatte dieses Wasser-Cherenkov-Detektor in Japan aufgebaut, der dann auch die Sonnenneutrinos nachgewiesen hat. Das hieß der Kamioka-Detektor, und Ray Davis, die haben damals dafür, dass sie eben diese Neutrinos von der Sonne nachgewiesen haben, den Nobelpreis bekommen. Und mit Kamiokande konnte man eben, das heißt hier kosmische Neutrinos, weil man damals auch diese atmosphärischen Neutrinos eigentlich zum ersten Mal nachweisen konnte. Und das ist nach Kamiokande wurde nach einem größeren Detektor gebaut in Japan, nämlich der Super-Kamiokande-Detektor. Im Moment sind sie am Aufbau von Hyper-Kamiokande, der wird noch sehr viel größer. Dieser Super-Kamiokande, der ist 40 Meter tief und etwa 40 Meter im Durchmesser und hat einige zigtausend solche große Photomultiplier, also Fotodetektoren, die weisen diese winzigen Lichtblitze nach, wenn Neutrinos hier durch das Wasser durchfliegen, und dann entstehen blaue Lichtblitze, sogenannte Cherenkov-Strahlung. Ja? Also Sie sehen 11.000 Fotodetektoren. Und genau vor einigen Jahren, ich habe Kollegen da, die auch bei dem Xenon, bei dem Dunkle Materie-Experiment dabei sind, die dort auch ein Dunkle Materie-Experiment aufgebaut haben. Und vor einigen Jahren konnte ich das dann, ich war schon mal da gewesen, nochmal besuchen. Sie sehen hier einige meiner Kollegen, auch meine Tochter, die war dann auch mit im Untergrundlabor. Und Sie sehen hier so einen schönen so einen Fotodetektor. Und das war wirklich hier während der Datenaufnahme. Sie sehen diese hochenergetischen Neutrinos, manchmal auch einfach Untergrundmyonen. Myonen sind die schweren Geschwister der Elektronen, die auch in den Untergrund kommen. Wenn die da durchfliegen, das ist wieder der Detektor so aufgeklappt. Ja? Das war der obere Teil, der untere Teil und dieser Zylinder. Und dann sieht man diese Lichtsignale, die da entstehen, die mit diesen riesengroßen, die werden mit der Hand praktisch gemacht, all diese zigtausend. Da gibt es eine Stadt, Hamamatsu City. Hamamatsu ist hauptsächlich beschäftigt, eben solche Fotodetektoren. Übrigens auch für unser Experiment. Die sind allerdings sehr viel kleiner und haben andere Anforderungen. Genau, aber das Spannende ist eben, man konnte diese Sonnenneutrinos nachweisen. Man kann auch die Richtung sehen mit diesen Wasserdetektoren. Also es war ganz klar hier Richtung Sonne, dass man da viel mehr Neutrinos sieht als die entgegengesetzte Richtung. Und wenn man diese Abbildung sieht, dann ist es die Sonne im Neutrinolicht, wenn man so will. Aber man sieht nicht diese äußere, die Photosphäre, sondern die Neutrinos, die kommen wirklich aus dem Sonnenkern. Und weil sie so schwach wechselwirken, können sie dem Sonnenkern entweichen. Also Sonnenkern, das ist sehr, sehr viel heißer. Die Photosphäre hat vielleicht etwa 6000 Celsius. Der Sonnenkern sind 2 × 10⁷ Celsius oder Kelvin, spielt bei den großen Zahlen keine Rolle. Und das heißt, man sieht dann wirklich so diesen Fusionskern der Sonne mit den Neutrinos. Aber
es war noch was anderes. Man hat bei all diesen Experimenten, und darauf komme ich noch gleich zu sprechen, weniger Neutrinos gesehen als erwartet. Ja? Und das war für zig Jahre lang, hieß es, das Sonnenneutrino-Problem. Am Anfang wusste man nicht, stimmt was mit der Sonne nicht, stimmt vielleicht was mit den Detektoren nicht, was ist da los, warum sieht man weniger von diesen Elektroneutrinos, als wir eigentlich ausrechnen können. Ja? Aber bevor wir zu dem Thema kommen, sollte ich nur sagen, heute werden die routinemäßig in sehr vielen Experimenten nachgewiesen, die Sonnenneutrinos, zum Beispiel hier das NOAA-Experiment in Kanada, das auch zur Lösung dieses Problems beigetragen hat. Es ist eine Mine 2 Kilometer tief unter der Erde, oder am Gran Sasso Untergrundlabor das Borexino-Experiment. Das haben Sie vielleicht vor kurzem, letztes Jahr war es groß in den Nachrichten, weil das hat auch die sogenannten CNO-Neutrinos aus der Sonne, also aus einer anderen Reaktionskette, die eben sehr viel, die eine sehr viel kleinere Rolle spielt, aber aus der wir lernen können, wie metallreich die Sonne ist. Also für Astrophysiker sind Metalle alles, was schwerer als Helium ist. Das heißt, wie viel schwerere Elemente gibt es in der Sonne? Ja? Was ist da? Und da gibt es immer noch, Fragen, die noch nicht ganz geklärt sind. Gut, wie gesagt, man kann über die Sonne lernen, aber was jetzt für uns Teilchen, Astroteilchenphysiker auch sehr wichtig ist oder fast noch wichtiger, wir lernen etwas über die Teilchen selbst. Und daran hat man überhaupt nicht gedacht, als man diese Detektoren gebaut hat, ja? Dass man etwas über Neutrinos lernen wird. Und um das zu sehen, müssen wir vielleicht jetzt noch kurz nochmal uns anschauen, was wissen wir eigentlich über Neutrinos. Und Sie haben ja gesehen, sie kommen in drei Sorten vor, Elektron, Myon, Tau, Sie können sie auch anders nennen. Auf Englisch heißt das Flavored, deswegen kann man auch Vanille, Schokolade, Erdbeere. Wir wissen, dass es diese drei Familien gibt, weil sie sind zusammen mit den geladenen Leptonen, also mit den Elektronen, Myon und Tauen. Myon und Tauen, wie gesagt, sind nichts Besonderes, sind einfach schwerere Elektronen und sie leben nicht, Elektronen sind stabil, die zerfallen. Ja, Myon leben recht lange, 2,2 Mikrosekunden. Tau, das ist extrem lange für Teilchen, für instabile Teilchen. Genau. Und Tau, die leben etwa ja, 10 hoch minus 13 oder so Sekunden. Aber auf jeden Fall, genau, es gibt viele Teilchen, die leben nur so 10 hoch minus 23 Sekunden. Also die leben noch sehr viel kürzer. Und ja, wir wissen, dass es diese drei Sorten gibt, weil wenn Neutrinos oder eben Elektroneutrinos oder Myon oder Tau-Neutrinos in einem Detektor wechselwirken, über diese schwache Wechselwirkung, dann entsteht in dem Fall ein Elektron, Myon und Tauon. Und nie umgekehrt. Ja, wenn wir in einem Beschleuniger Myon-Neutrinos produzieren oder in der kosmischen Strahlung, entsteht dabei dann bei der Wechselwirkung nicht ein Elektroneutrino oder so. Das heißt, wir wissen, es gibt diese drei Sorten, das wurde gemessen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben durch diese Sonnenneutrinos-Experimente gesehen, dass die Neutrinos sich manchmal nicht entscheiden können zwischen den drei Sorten. Also insbesondere, wenn sie sich über lange Distanzen bewegen, oszillieren sie sozusagen zwischen diesen Flavors. Ja? Also auf dem langen Weg, wenn ein Elektroneutrino eben als Elektroneutrino emittiert wird, kann es sein, dass beim Detektor dann ein Myon-Neutrino ankommt oder eben ein Tau-Neutrino. Ja? Und das war dann schlussendlich auch der Grund, warum weniger Elektroneutrinos gemessen worden sind. Und das Rätsel konnte nur gelöst werden durch Experimente, die eben alle drei Sorten nachweisen konnten. Diese ersten Experimente, die gebaut worden sind, konnten nur Elektroneutrinos nachweisen. Und wenn jetzt ein Drittel oder zwei Drittel davon sich umwandeln, dann misst man eigentlich weniger als erwartet. Und dann fragt man sich, ja, gibt es, wie gesagt, ein Problem mit dem Detektor, mit der Sonne. Aber die späteren Detektoren wie Snow oder so, die konnten dann all diese Flavors, all diese Sorten nachweisen und konnten sehen, dass die Gesamtzahl der Neutrinos, die aus der Sonne kommt, mit den Erwartungen recht gut, also sehr gut sogar übereinstimmt. Aber was bedeutet das, dass diese Neutrinos sich umwandeln? Nun, das ist ein quantenmechanischer Effekt, den kann man recht einfach ausrechnen. Das machen wir auch immer in der Kernteilchenphysik mit den Studenten. Und man kann dann die Wahrscheinlichkeit berechnen,
dass sich Neutrinos in eine andere Sorte umwandeln. Ja? Und diese Oszillationswahrscheinlichkeit, wie wir sie nennen, die ist einfach proportional zu der Differenz der Massenquadrate, die ist proportional zu der Distanz zwischen der Quelle und dem Detektor und umgekehrt proportional zur Energie. Ja? Und insbesondere ist die Wahrscheinlichkeit null, wenn die Neutrinos keine Masse haben oder wenn zwei Neutrinosorten die gleiche Masse haben. Ja? Das heißt, man hat mit diesen Experimenten herausgefunden, dass Neutrinos nicht wie angenommen wurde über zig Jahre und im Standardmodell tatsächlich haben sie Masse null, ja, dass sie keine Masse null haben, sondern dass sie eine Masse haben müssen. Und die Differenz ist natürlich recht klein, damit man diesen quantenmechanischen Effekt überhaupt beobachten kann. Ja. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir durch diese Experimente eben nur über die Massendifferenzen lernen. Ja. Und nicht, was ist die Masse der Einzelnen. Aber erstmal haben die zwei Herren dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Und der Takaaki Kajita von dem Super-Kamiokande-Experiment, das sehen Sie hier, das können Sie auf Nobelpreis.org, werden die Experimente auch sehr, sehr schön erklärt. Also dieses Super-Kamiokande und hier das Snow-Experiment in Kanada, Art MacDonald. Und das war für die Entdeckung der Neutrinos, gab es ja schon Nobelpreise, aber das war für die Entdeckung der Neutrino-Oszillation, die beweisen eben, dass Neutrinos Masse haben. Ja. Und ja, hier nur eine Anmerkung, ich kenne eigentlich beide recht gut und Takaaki Kajita hat auch mal ein Experiment in Karlsruhe, da komme ich noch drauf zu sprechen, besucht bei der Einweihung des Katrin-Experimentes, das sehen Sie da oben. Als ich eine Weile in Tokio war, an dem Institut hier, war er leider nicht da, aber es gab so ein Karton, wie Sie sehen, also nicht wirklich er, da war er gerade und dann habe ich mich trotzdem mit ihm abgebildet. Also er ist natürlich sehr, sehr berühmt in Japan. Also in Japan ist Neutrinophysik eben extrem, extrem wichtig und es gab ja schon mehrere Nobelpreise dafür. Genau. Nun, jetzt, was sind die offenen Fragen, mit denen wir uns eben auch beschäftigen? Ja. Und man könnte sagen, man hat die Neutrinos eben in den 50er schon entdeckt. Wir haben schon sehr viel darüber erfahren. Und interessanterweise gibt es immer noch sehr viel, was wir nicht wissen. Und die eine Frage ist, wie groß sind diese Neutrinomassen? Also wir kennen nur die Massendifferenzen. Wir kennen nicht wirklich die Einzelmassen. Und die andere große Frage ist, sind Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen? Das ist eine Möglichkeit, weil Neutrinos elektrisch neutral sind. Bei den meisten Teilchen wissen wir genau, wir können unterscheiden zwischen Teilchen und Antiteilchen. Elektron, Positron, Proton, Antiproton, Neutronen sind elektrisch neutral, aber die Antiteilchen sind eben nicht gleich, sind die Antineutronen, Neutronen mit Antineutronen annihilieren. Wir kennen Teilchen, die identisch sind mit ihren Antiteilchen, wie das Photon, aber Neutrinos wären die ersten sogenannten Fermionen, also Spin-1/2-Teilchen, die ihre eigenen Antiteilchen werden. Und das wurde von einem anderen bekannten italienischen Physiker vorhergesagt, Ettore Majorana, der danach später leider auch verschwunden ist, spurlos, man weiß eigentlich nicht, wo er ist. Aber deswegen heißen dann solche Neutrinos, die ihre eigenen Antiteilchen werden, wir wissen das noch nicht, die heißen dann auch Majorana-Teilchen nach Ettore Majorana. Das ist eine andere Geschichte. Aber genau, was ist jetzt die absolute Neutrinomasse? Ja. Erstmal eine Erinnerung, wir haben eine Milliarde Neutrinos für jedes Proton. Das heißt, Neutrinos, auch wenn sie leicht sind, beeinflussen sie das Universum auf den größten Strukturen. Deswegen sind wir auch interessiert an der Masse. Und es gibt Bemühungen aus Experimenten, die eben den Tritiumzerfall nach Helium untersuchen. Dieser Endpunkt von dem Zerfall, von dem Beta-Spektrum, würde sich ganz leicht verändern aufgrund der Neutrinomasse. Aber die Veränderung ist wirklich extrem, extrem klein. Dieses große Experiment, das nimmt jetzt Daten auf, das heißt Katrin, so einen riesengroßen Spektrometer am Karlsruhe Institute of Technology aufgebaut
Und sie hatten schon erste Daten. Und was wir jetzt wissen, ist, dass die Neutrinomasse kleiner sein muss als etwa ein Elektronvolt. Also das ist etwa ein 500.000stel der Masse des Elektrons. Ja. Also sehr, sehr, sehr klein. Die Masse der Proton ist wiederum sehr viel größer als die Masse der Elektronen. Ja. Das ist etwa ein Gigaelektronvolt, wenn man so will. Aber die Frage ist trotzdem, wie klein? Ja, und wir untersuchen einen sehr seltenen Kernzerfall, der uns eben diese Frage beantworten könnte. Also die eine Frage, ist, die uns beantworten kann, ist, wie groß sind die Neutrinomassen? Und die andere, sind Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen? Ja. Und das ist der sogenannte doppelte Beta-Zerfall. Also bis jetzt haben wir ja den Beta-Zerfall gesehen, wo sich zum Beispiel ein Neutron in ein Proton umwandelt, plus ein Elektron und ein Antineutrino. Und in dem Falle hier wandeln sich zum Beispiel zwei Neutronen in einem Kern um. Also ein Kern A geht zu einem Kern B, plus zwei Elektronen hier, plus zwei, ja, es sollten jetzt in dem Falle Antineutrinos sein. Und warum ist der so spannend? Nun, genauso wie bei dem Beta-Zerfall erwarten wir jetzt ein kontinuierliches Spektrum hier, wenn wir die Energie der zwei Elektronen messen. Ja? Weil es gibt ja noch diese zwei Neutrinos, die wegfliegen, die wir in dem Detektor nicht direkt sehen können. Wir brauchen ja diese gigantischen Detektoren, um die nachzuweisen, aber die eben auch Energie wegbringen. Ja? Das heißt, wir erwarten dieses kontinuierliche Spektrum. Und Sie werden sehen, das haben wir auch gemessen, und dieser Doppel-Beta-Zerfall, ein bisschen Geschichte auch hier, wurde von Maria Göppert-Meyer vorhergesagt 1935. Sie arbeitete damals auch in der Kernphysik und sie bekam später 1963 den Nobelpreis, allerdings für Arbeiten. Sie arbeitete an dem sogenannten Schalenmodell, also sie versuchte, Atomkerne zu verstehen. Probleme, die immer noch extrem schwierig sind, diese Atomkernmodelle, Schalenmodelle. Aber sie hat auch vorhergesagt, dass man diesen Doppel-Beta-Zerfall beobachten sollte, wenn der einfache Beta-Zerfall eben energetisch verboten ist. Also wenn der Tochterkern schwerer wäre hier als der Mutterkern, dann muss es diesen anderen Zerfall geben, damit der dann eben energetisch günstiger ist. Und tatsächlich wurde der schon in mehr als 11 Kernen beobachtet und die Halbwertszeiten oder die mittleren Lebensdauer, wenn man so will, sind extrem lange. Also viele Größenordnungen länger als das Alter des Universums. Ja? Und trotzdem kann man diese Zerfälle beobachten. Gut. Und wir werden sehen, wie das ausschaut, aber was noch viel spannender ist, weil es eben mit diesen Fragen, mit diesen offenen Fragen zu Neutrinos zu tun hat, ist der neutrinolose Doppelbeta-Zerfall, also der Doppelbeta-Zerfall ohne Neutrinos. Ja. Und wir wollen das jetzt nicht zu kompliziert machen, aber dieser Zerfall kann nur stattfinden, wenn Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind, auf der einen Seite, und wenn Neutrinos Masse haben. Ja? Sonst kann der Zerfall eben nicht stattfinden. Und was man in dem Fall erwartet, weil ja keine Neutrinos, wenn man so will, das eine Neutrino, was emittiert wird, wird dann absorbiert als ein Antineutrino, weil die Teilchen ja sozusagen identisch sind. Es werden also keine Neutrinos emittiert bei dem Zerfall. Und deswegen erwartet man hier eine scharfe Linie bei dem sogenannten Q-Wert des Zerfalls, also bei der Massendifferenz der zwei Kerne. Das heißt, man weiß genau, wo man dieses Signal erwartet. Ja, weil das kann man ausrechnen, das kann man auch, diese Q-Werte kann man auch messen. Und das Spannende ist eben, dass diese Halbwertszeit, die man dann messen würde, ich kann gleich sagen, wir haben das noch nicht gefunden, aber die Halbwertszeit ist dann eben proportional zu der Neutrinomasse. Ja, und weil die so klein ist, sind eben die Halbwertszeiten auch sehr, sehr groß. Und es gibt weltweit recht viele Experimente, die danach suchen. Und abhängig davon, wie diese Experimente aufgebaut sind, ähnlich wie bei den Experimenten der dunklen Materie, messen sie zum Beispiel Wärme, ein kleines Wärmesignal, oder für die Physiker hier Phonon, oder Scintillationslicht oder Ladung, Ionisation. Und das ist hier nur eine kleine Auswahl. Und wir arbeiten an den Experimenten Gerda,
und das jetzige Legend und auch an Darwin, aber ich werde hier einiges zu Gerda und Legend sagen. Gut, aber genauso wie bei diesen Detektoren, die die Neutrinos von der Sonne oder aus der Atmosphäre nachgewiesen haben, ist es auch hier so, dass man den Untergrund erstmal sehr, sehr, sehr stark reduzieren muss, um diesen seltenen Zerfall zu sehen. Ja. Also diese neutrinolose Doppelbeta-Zerfall, die Vorhersagen für die Halbwertszeit sind noch viel größer, sind etwa 10 hoch 25 Jahre. Ja. Das heißt, die kosmische Strahlung würde sehr viel mehr Ereignisse erzeugen im Detektor als dieser Doppelbeta-Zerfall. Das heißt, man muss auch hier, wie auch bei den Experimenten hier der dunklen Materie, der Sonnenneutrino-Experimenten, Sie sehen hier Borexino, man muss eben tief unter die Erde gehen. Und unsere Experimente sind hier am Gran Sasso-Labor. Das ist ein Labor in Italien, abgeschirmt von etwa 1400 Meter Fels. Und insbesondere werden auch diese Myonen abgeschirmt, also diese Teilchen der kosmischen Strahlung, die auch durch den Fels hindurchgehen. Also sie werden nicht ganz abgeschirmt, aber etwa um einen Faktor 1 Million. Das heißt, wir müssen im Untergrund dann immer noch Abschirmungen bauen für diese Myonen. Hier einige Bilder auch draußen. Hier, das war eigentlich ein Bild, wo wir das Xenon-Experiment aufgebaut haben. Das war ein Bild, als mein Sohn mal das Untergrundlabor besucht hat. Jetzt ist er schon ein bisschen älter. Nicht so alt, aber ja, 23. Vielleicht, ich habe vergessen, ja, 23 oder 22. Aber auf jeden Fall suchen wir mit Gerda, mit hochreinen angereicherten Germanium-Detektoren nach dem neutrinolosen Beta-Zerfall von 76 Germanium. Ja, das ist so ein Kandidat. Sie haben ja gesehen, es gibt so etwa 11 Kerne, die Kandidaten sind für diesen Zerfälle. Und das ist jetzt ein schematischer Aufbau. Sie sehen später noch, wie diese Kristalle aussehen. Kristalle, Germanium-Kristalle kann man eben sehr, sehr, sehr sauber züchten. Also ultrarein, das heißt, man hat dann keine radioaktive Verunreinigung. Und wenn man nach so einem seltenen Ereignis sucht, trotzdem hat man Radioaktivität von der Umgebung, von den Detektormaterialien. Deswegen betreiben wir diese Kristalle in einem großen Tank, wie Sie sehen werden, aus flüssigem Argon. Und dieses flüssige Argon, das emittiert auch Lichtblitze, wenn da Teilchen hindurchfliegen. Das heißt, wenn ein Teilchen im Argon Signal hinterlässt und auch im Germanium-Detektor, dann wissen wir, das war kein Doppelbeta-Zerfall. Weil Doppelbeta-Zerfälle, diese Elektronen, die kommen nicht weit. Die passieren in den Kristallen und die kommen da nicht raus. Die fliegen vielleicht nicht mal Millimeter oder so. Ja? Das heißt, die Energiedeponierung im Kristall ist dann sehr, sehr lokalisiert. Und ja, Herr Eschle hat es ja schon erwähnt, ich habe schon als Doktorandin in Heidelberg mit diesem Experiment begonnen. Damals hieß es das Heidelberg-Moskau-Experiment, später Genius und dann Gerda. Wir haben früher diese Germanium-Kristalle einfach in Kupferkryostaten betrieben und dann mit Blei und so abgeschirmt. Aber hier, das waren Techniker in unserer Gruppe damals. Damals haben wir schon angefangen, einzelne Kristalle eben direkt in der Flüssigkeit, in der kryogenen Flüssigkeit zu betreiben, um zu sehen, ob man nicht da den Untergrund besser reduzieren kann. Damals im flüssigen Stickstoff und später dann eben im Argon. Und hier sehen Sie das Gerda-Experiment, Germanium Detector Array. Das lief bis Ende 2019 um Betrieb eben diese angereicherten Kristalle. Sie sehen hier einige, das waren so mehrere 7 Strings von diesen Kristallen in so einem Kryostaten mit 650 Tonnen flüssigem Argon. Das war während des Aufbaus und drumherum war dann noch ein 10 oder ist immer noch eigentlich 10 mal 10 hoch Meter Wasserabschirmung, also auch so ein Wasser-Cherenkov-Detektor. Nicht einfach nur Wasser, sondern ein Detektor, der eben auch Lichtblitze erzeugt, wenn da diese Myonen, die immer noch zum Gran Sasso-Labor kommen, durchfliegen. Und unser Ziel ist eben diese Neutrinomasse bis 0,1 oder eigentlich im Moment noch viel weniger, noch 0,01 Elektronvolt zu messen. Und hier sehen Sie, also Sie sehen hier, das war dieser Argon-Kryostat und dann später wurde dieser Argon-Kryostat, wie gesagt, von dieser Wasser,
Abschirmung, da war natürlich noch kein Wasser drin und überall diese Fotodetektoren und auch diese Folie, die reflektiert die Photonen, damit man möglichst viele Photonen, die da erzeugt werden, also Lichtteilchen, sammelt, damit sie nicht verloren geht. Je größer die Lichtausbeute von diesen Detektoren, desto besser funktioniert eben die Abschirmung. Und das ist auch eine internationale Kollaboration. Wir waren etwa 150 Mitglieder, hauptsächlich aus Europa. Und genau, wir hatten insgesamt 42 Gemeindedetektoren installiert. Dieses flüssige Argon drumherum, das war mit solchen Fotodetektoren eben ausgestattet. Die Datenaufnahme, die lief von Januar 2016 bis Dezember 2019. Und unser Ziel war, eben diese Halbwertszeit auf bis größer als 10 hoch 26 Jahre zu messen, also einen Weltrekord eigentlich zu setzen. Und oder natürlich, das Ziel ist natürlich, den Zerfall nachzuweisen. Aber wenn man ihn nicht nachweist mit den gegebenen Detektoren, mit dem gegebenen Untergrund, dann kann man so eine untere Grenze setzen auf die Halbwertszeit. Wenn die Halbwertszeit jetzt kleiner wäre, dann kann man sagen, man hätte den Zerfall eben schon gesehen. Und so sehen grob gesagt die Daten aus. Da sehen Sie hier, also die Daten, das ist diese blaue Region, alles andere sind Simulationen, Monte Carlo Simulationen. Wir müssen den Untergrund extrem genau vorhersagen. Sie sehen hier den Neutrino-begleiteten Zerfall, den ich erwähnt habe, den haben wir sehr genau gemessen, eben fast 2 × 10 hoch 21 Jahre. Das ist auch eine sehr, sehr lange Halbwertszeit, aber wir sehen sehr viele Ereignisse. Und den anderen, auch wenn wir diese Detektoren, wenn sie so ultra rein sind und Abschirmung und so weiter, haben wir immer noch radioaktive Zerfälle in den Detektormaterialien, im Kupfer und so weiter, die wir in Betracht ziehen müssen. Und wir wissen genau, wo wir diesen Zerfall erwarten. Und hier ist noch ein anderes Bild. Also das waren dann die Daten nach einer gewissen Messzeit. Sie sehen wiederum diesen Neutrino-begleiteten Zerfall, den neutrinolosen Zerfall, den hätten wir hier erwartet. Diese Region ist auch blind, also wir schauen da nicht rein bis zum Schluss, was da für Ereignisse sind. Wir versuchen die Detektoren, also jeden Detektor zu verstehen und die Energieregion und so weiter. Und zum Schluss machen wir dann die Box auf, wenn man so will. In dem Fall ist es ja nur eine kleine Region. Wichtig ist die Energieauflösung. Wir wollen ja so eine Linie sehen, das heißt, die Energieauflösung ist extrem wichtig. Als wir hier die Box aufgemacht haben, das waren zwei Typen von Detektoren, die wir betrieben haben, deswegen sehen Sie zwei, haben wir eben da keine Linie gesehen. Also die gute Nachrichten, wir hatten extrem wenig Untergrund, das hat noch kein anderes Experiment geschafft, so wenig Untergrund zu haben. Die schlechte Nachricht ist natürlich, dass wir den Zerfall noch nicht beobachtet haben und das war dann die untere Grenze und diese untere Grenze setzt sich dann, die kann man dann umrechnen in eine obere Grenze für die Masse des Neutrinos, wenn man so will. Und das ist hier, das ist so ein Bereich, weil da gibt es noch theoretische Unsicherheiten in den sogenannten Matrix-Elementen. Okay. Also wir können sagen, dass die Masse kleiner ist als so und so viel, aber wir können noch nicht sagen, wie groß sie eigentlich ist. Und deswegen haben wir jetzt die nächste Generation aufgebaut von einem Experiment. Also es gab nicht nur Gerda, sondern auch ein anderes Experiment in den USA, Majorana hieß es, unser Konkurrenzexperiment. Und es war klar, wir müssen uns zusammentun, damit wir dann das größere Experiment bauen. Wir hatten ja 42 Kilo Detektoren, reicht nicht wirklich. Die erste Phase von Legend, ich werde gleich ein paar Bilder zeigen, dabei das aufzubauen, das werden dann 200 Kilogramm Detektoren sein, ist auch eine neue internationale Kollaboration, also sehr viel mehr Länder, Institutionen. Und die Idee ist, dass wir die Infrastruktur, die wir im Gran Sasso aufgebaut haben für Gerda, nutzen. Also diese Flüssig-Argon-Abschirmung, die Wasserabschirmung und so weiter. Und hier jetzt einen viel größeren Array eine viel größere Anzahl von diesen Detektoren eingesetzt haben. Ja. Und das Ziel ist, dass wir etwa Faktor 10 hier in der Halbwertszeit, was eigentlich sehr, sehr schwierig ist, erreichen.
Sie sehen hier einige Bilder beim Aufbau. Hier ist wieder diese äußere Wasserabschirmung, dieser innere Teil. Das sind solche Fibers. Das heißt, das Licht, das in dem Argon emittiert wird, wird eingefangen und wird dann zu Lichtsensoren, also sogenannten Silicon-PMs, transportiert. Sie sehen hier einige von diesen, wir nennen sie Strings, von Detektoren, die dann da reinkommen. Und auch hier zwei meiner Doktoranden, die da waren, Gabriela und Yannick, beim Aufbau. Wir sind an einigen Teilen eben beteiligt. Die Idee ist jetzt, dass wir hoffentlich Mitte des Jahres, aber spätestens Ende des Jahres mit der Datenaufnahme beginnen können. Und nach dieser Phase, wir arbeiten schon an der nächstgrößeren Legend One Ton. Wir wollen dann insgesamt eine Tonne von diesen Detektoren aufbauen, damit wir dann zu bis zu 10, noch 28 Jahren diesen Zerfall messen können. Es ist sehr, sehr schwierig, aber es wäre natürlich eine große Entdeckung, wenn man den wirklich sehen könnte. Genau, jetzt eine kurze Zusammenfassung. Ja, es gibt diese ganzen Teilchen im Standardmodell und vielleicht noch viele andere. Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, aber wie zum Beispiel Teilchen der dunklen Materie. Und trotzdem sind Neutrino anders. Wir haben starke Evidenz, dass Neutrinos nicht masselos sind. Und weil sie im Standardmodell eigentlich aufgrund von Symmetrien masselos sein müssen, ist es auch Evidenz, dass das Physik sozusagen jenseits des Standardmodells gibt. Das ist eine offene Frage eigentlich, woher kommt die Masse der Neutrinos? Was ist die absolute Massenskala? Was ist ihre Rolle im Universum? Sind Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen und verhalten sie sich gleich oder eben nicht? Und darauf bin ich nicht wirklich eingegangen, aber diese Frage ist noch mit einer sehr viel größeren Frage verbunden, nämlich eine offene Frage, abgesehen von was ist die dunkle Materie, was die dunkle Energie ist, warum gibt es mehr Materie als Antimaterie im Universum? Ja, warum gibt es uns überhaupt? Und das ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist, weil man nimmt an, dass im Urknall eben genauso viel Materie wie Antimaterie entstanden ist und eigentlich hätte ja sich alles annihilieren sollen zu Photonen, ja, zu Lichtteilchen und wissen ja, für jedes Materieteilchen gibt es eine Milliarde Lichtteilchen, Photonen. Aber warum ist da immer eins in eine Milliarde Materie eigentlich übrig geblieben? Die Idee ist, dass es eine kleine Asymmetrie gab im frühen Universum, die einige eben Symmetrien verletzte. Und die Idee ist, diese Asymmetrie hat eben damit zu tun, dass Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sein könnten. Das heißt, es ist noch eine sehr spannende Frage. Und was man auch nicht weiß, ist, warum sind eigentlich Neutrinos so viel leichter als die anderen Teilchen? Ja, sehr, sehr viele Größenordnung leichter. Und das kann man einigermaßen gut erklären, theoretisch, wenn man annimmt, eben, dass Neutrinos Majorana-Teilchen sind. Ja. Genau, ja, Neutrinos haben uns ein neues Fenster zum Universum eröffnet. Ich glaube, sie haben noch sehr viele Überraschungen für uns und deswegen bleibt es auch wohl weiterhin spannend, so in den nächsten Jahren. Und damit komme ich zum Schluss. Vielen Dank. Frau Baudis, vielen Dank. Ich nehme an, dass einige Köpfe ein bisschen schwirren. Angesichts der geballten Ladung. Es sind nicht die Neutrinos. Es sind nicht die Neutrinos, sondern die geballte Ladung Teilchenphysik. Sie haben gesagt im Gerdau-Experiment, dass Sie da blind auswerten. Genau. Können Sie etwas dazu sagen, wie das funktioniert? Ja, also hier bei dem Gerdau-Experiment ist es recht einfach. Also es ist ein bisschen einfacher, bisschen schwieriger, als es ausschaut, aber diese Germaniumdetektoren haben eine sehr gute Energieauflösung. Das heißt einfach, man kann die Energie der Ereignisse sehr genau bestimmen, weil nichts verloren geht. Also all das, was im Detektor deponiert wird, wird auch wirklich gemessen. Und wir wissen dann genau, wo wir den Zerfall erwarten sollen, aufgrund von theoretischen Berechnungen und auch aufgrund von Messungen bei 239 Kiloelektronenvolt. Und diese Region, einige Kiloelektronenvolt
drumherum, also plus minus 25, ja, die Breite der Linie, die wir erwarten, die ist etwa 2 bis 3 Kiloelektronvolt. Ja. Und wir nehmen etwa 50, also plus minus 25, das sieht hier wenig aus, aber und wir schauen uns diese Region nicht an. Das heißt, wir maskieren sie oder wir sind blind. Ja. Das, weil wir haben ja, was Sie hier sehen, eben die anderen Ereignisse und dann die roten Ereignisse, das sind ja nachdem wir die Daten, nachdem wir einige Cuts nennen wir dies oder so, Event Selection, also Selektion von Ereignissen. Ja, sind das gute Ereignisse? Wir haben mehrere Kriterien, die diese Ereignisse erfüllen sollen, genau. Kriterien, die die Ereignisse erfüllen sollen, damit sie eben gute Ereignisse sind. Und sie müssen auch, wir haben sogenannte Pulse-Shape-Discrimination, also wir schauen uns auch wirklich die sogenannte Pulsform im gemeinen Detektor an. Wie sieht das aus? Wir zählen nicht nur einfach Ereignisse, sondern wir schauen uns die, wie sieht das Signal wirklich aus bei jedem. Und wir machen all diese Cuts und dann bleibt von dem weißen Spektrum das rote übrig. Ja. Aber wir wollen, wenn wir jetzt uns diese Signalregion hier anschauen, hier erwarten wir diese Linie, ja, diese Region drumherum, nicht die ganze, aber am Anfang die ganze, aber dann später eben diese schmale Region war blind. Wir wollen nicht sagen, aha, wir sehen da ein Ereignis, wir denken, das ist vielleicht doch kein Doppelbeta-Zerfall, vielleicht doch ein Untergrund oder so. Wir machen unsere Kriterien ein bisschen enger oder so, dass wir das auch noch wegkriegen. Ja? Weil im Prinzip würden wir dann hier vielleicht ein besseres Ergebnis, weil kleinerer Untergrund, erreichen. Auf der anderen Seite würden wir vielleicht Ereignisse, die wirklich von dem Zerfall kommen, dadurch auch wegschneiden. Also man will sich nicht, unbewusst, sagen wir mal, oder im Unterbewusstsein beeinflussen lassen. Weil vielleicht macht man das nicht wirklich bewusst oder so, aber trotzdem, wenn man sieht, was da drin ist, könnte man schon vielleicht in dem Sinne halt blind. Ja, also genau. Sie hüten sich vor den eigenen Vorurteilen. Genau. Ja. Oder Erwartungen, oder ja, wir sind eben auch alle Menschen und ja, genau, man weiß dann. Und deswegen ist es gerade in den Feldern, also auch bei der Suche nach dunkler Materie, also gerade da, wo man eben so wenig Ereignisse erwartet. Wenn man jetzt 100.000 oder vielleicht 1.000, ja, da macht es dann keine Rolle, sind es jetzt 5 mehr oder weniger. Aber wenn man so wenige erwartet, dann spielt es eben eine Rolle. Und deswegen ist man da sicherer, wenn man die Daten eben blind hält in dem Bereich. Das ist jetzt die Summe über all diese Detektoren und so. Ne? Wir schauen uns, ja. Aber Sie haben für die Masse des Neutrinos eine Obergrenze angegeben, die 0,08 Elektronenvolt. Das ist Ihr Ergebnis. Wie verträgt sich das mit dem Ergebnis aus Karlsruhe von Katrin? Ja, das ist eine gute Frage. Wir messen ein bisschen was anderes. Wir messen die sogenannte effektive Majorana-Neutrinomasse. Das ist, dazu müsste ich jetzt ein bisschen erklären über diese Mischungsmatrix. Aber vielleicht einfach gesagt, unser Ergebnis, also das Karlsruhe-Ergebnis stimmt, wenn Neutrinos, egal ob Neutrinos ihre Antiteilchen sind oder nicht. Den Zerfall, den sie messen, ist unabhängig davon. Ja? Unser Ergebnis, wenn man so will, ist besser. Aber es ist nur dann gültig, wenn wirklich Neutrinos die eigenen Antiteilchen sind. Ja? Und von der theoretischen Seite her wird das erwartet, aber experimentell haben wir es noch nicht nachgewiesen. Es gibt auch obere Grenzen einfach von der Beobachtung der Struktur im Universum. Die sind so bei 2 bis 3 Elektronvolt, also auch gar nicht so schlimm. Aber die sind halt indirekt, das sind keine direkten Messungen. Ja. Da gehen noch viele andere Annahmen rein. Genau. Gibt es Fragen aus dem Publikum? In der Schweiz, Frau Baudis, wird jetzt stark von Horizon 2000 gesprochen. Ja. Ich wage die These, dass das Sie eigentlich nicht groß tangiert, weil Sie mit den Japanern und den USA und so weiter zusammenarbeiten, zu Gast in einem italienischen Bergwerk sind. Aber ja, grundsätzlich kommt das Geld, auch wenn Horizon
für die Schweiz nicht unbedingt so gut verläuft. Ja, also mich tangiert es schon. Also ich habe ja für mein Dunkle Materie-Projekt habe ich ja ein ERC-Grant bekommen von Horizon, als es noch ging, nicht 3,5 Millionen. Und jetzt hätte ich eigentlich, die Schweiz ist ja jetzt, hat einen Status von einem Drittland, assoziiertes Drittland. Und jetzt hätte ich eigentlich einen Antrag gestellt mit Kollegen aus USA, aber da geht es nicht, weil ich ja schon im, als Drittland praktisch. Das heißt, es gibt jetzt schon Anträge, die wir nicht gestellt haben, aber mich betrifft es auch in dem Sinne, dass jetzt das SNF hat ja so ein, Seri, Bund, die haben ja so ein Ersatzmaßnahmen aufgestellt, nicht? Und da gibt es so ein Steering Committee, da bin ich auch dabei, das alles auf die Beine zu setzen. Das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Geld, ja. Was sonst, die Schweiz ist, kommt ja sonst sehr, sehr gut weg. Es werden ja sehr viele Anträge genehmigt, die aus der Schweiz gestellt werden, ja, also überdurchschnittlich viele, sagen wir mal. Und jetzt kommt dieses ganze Geld dann erstmal als Ersatzmaßnahme aus der Schweiz. Aber einige von uns kostet das sehr, sehr viel Arbeit, nicht extra Arbeit. Und natürlich kostet es auch Geld. Also daher wäre das sicherlich sehr, sehr gut. Hoffentlich sind das wirklich nur Übergangsmaßnahmen und wir können dann ab nächsten Jahr oder so wieder Mitglieder werden. Ne? Genau. Ja. Also auswandern werde ich jetzt wahrscheinlich nicht, ja, weil ich denke, die Forschungslandschaft in der Schweiz und so ist immer noch sehr gut und das Gran Sasso-Labor ist auch nicht so weit. Aber ich denke jetzt für viele, auch für sehr viele junge Wissenschaftler in der Schweiz wäre es, gerade weil die sehr, diese ERC Starting Grants beantragen, damit bekommen sie dann auch Professuren. Ich denke, für sehr viele junge Leute wäre das nicht so toll, weil das kann die Karriere schon sehr beeinflussen, ja, wenn man so einen Grant bekommt oder eben nicht. Ja. Und der Schweizer Ersatz wird ja dann auch, also wir stellen jetzt diese International Panels auf und all das, aber es ist trotzdem nicht genau das, nicht? Und das ist auch besser, wenn das Geld jetzt von der EU kommt. Ne? Hm. Gibt es weitere Fragen? Es ist ziemlich schwer, Ihnen eine Frage zu stellen. Oh, nein, Sie können schon. Wenn Sie, oder, gehen wir davon aus, Sie bestimmen die Masse des Neutrinos immer noch genauer und immer noch genauer. Genau. Wie würde sich das oder wie sehen Sie die Tendenz, wie wird sich das auswirken hinsichtlich der Fragen bezüglich der dunklen Energie und bezüglich der Fragen der dunklen Materie? Genau. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal haben wir ja nur Grenzen auf die Masse, also die richtig nachzuweisen und sagen, was das ist, ist wichtig, aber es wird das Problem der dunklen Energie, wir denken, das ist eigentlich eine Konstante, die auch von Einstein eingeführt worden ist, nicht die Energie des Vakuums oder kosmologische Konstante, das ist so eine Energie, die gleichmäßig den Raum erfüllt, also das hat nichts mit Neutrinos zu tun. Sie können einen Teil der dunklen Materie ausmachen, aber eben Maximum, wir wissen ja, was die obere Grenze ist, Maximum diese 2%. Und das heißt, damit haben wir nicht das Problem gelöst der dunklen Materie, aber wenn wir wissen, was die Masse der Neutrinos ist, dann können wir genauer bestimmen, wie sich die Neutrinos auf die Strukturbildung im Universum auswirken. Ja? Weil im Unterschied zu den anderen Teilchen der dunklen Materie, die wir eben noch nicht gesehen haben, sind sie sehr leicht. Das heißt, sie verwaschen Strukturen auf kleinen Skalen, aber nicht auf sehr großen Skalen. Das heißt, sie tragen mehr bei zu den großräumigen Strukturen als zu den kleinen. Klein meinen wir hier in dem Falle mit Galaxien. Ja, es gibt ja die Galaxien, Galaxienhaufen, Galaxien-Superhaufen und auf diesen größten Strukturen werden die Neutrinos dann wichtig, weil sie aufgrund der Tatsache, dass sie so leicht sind, sehr, sehr weit das Stream oder fließen können, wenn man so will. Aber ja, es spielt eine Rolle, aber es schön wäre natürlich auch,
wenn man diese sogenannten primordialen Neutrinos, da gibt es auch Experimente, aber die sind noch sehr, sehr viel schwieriger als diese hier, weil die haben eine extrem, extrem kleine Energie, also sowas wie Mikroelektronvolt. Und das wird noch sehr viel schwieriger sein, diese Neutrinos nachzuweisen, auch wenn wir wissen, dass sie da sind. Ja. Seit dem Urknall sind ja ungefähr 10 hoch 10 Jahre vergangen. Genau, also genau. Ungefähr etwa. Größenordnung. Genau, ja. Und 14 Milliarden Sie reden Jahren, hier ja. natürlich auch ja. wieder von Halbwertzeiten von 10 hoch 26 Jahren. Das heißt, es ist ein Faktor 10, also 10 hoch 16 noch wieder dazwischen. Genau. Nicht? Und, ja. und ich meine jetzt, ja, absolut. Dass es ja schier kommt. Eigentlich, wenn das, wir empfinden ja schon das Universum mehr oder minder als konstant. Nicht? Das ist ja super konstant dann schon, nicht? Was, wenn Sie mit 10, natürlich nicht. Ja, ja, und die Frage ist natürlich, wie kann man etwas nachweisen? Also diese haben ja. wir jetzt noch nicht nachgewiesen, aber den Zerfall mit dem 2-Neutrino-Zerfall, auf jeden Fall den anderen Zerfall mit den Neutrino-begleiteten Zerfall, den haben wir ja schon nachgewiesen, 10 hoch 21 Jahre, wir haben auch schon einen Zerfall mit 10 hoch 22. Wie kann man sowas nachweisen, wenn das Alter des Universums eigentlich, wenn das Universum gar nicht so alt ist, indem man eben, das sind statistische Prozesse, radioaktiver Zerfall, nicht? Man braucht eben mindestens so viele Kerne, am besten mehr, damit man dann diese wenigen Zerfälle sieht, ja. Genau. Also man braucht, sagen wir mal, 10 hoch 20 oder 10 hoch, wenn man eine Halbwertszeit von 10 hoch 30 nachweisen will oder so, dann braucht man mindestens 10 hoch 30 Kerne. Man will ja nicht für immer warten. Ja. Und genau, wir warten ja eh schon lange genug. Ja, weil es ist ein statistischer Prozess. Das sind die mittleren Halbwertszeiten oder Lebensdauern. Ja. Noch ja. eine Frage. Sie haben ganz am Anfang das Ereignis von der Supernova von 1987 genau. Erwähnt. Und jetzt habe ich das richtig verstanden. Zuerst kamen die Neutrinos und dann kamen die Photonen. Genau. Habe ich das irgendwie ja. 3 Stunden Differenz? Genau. Aber wenn die Photonen ja schon mit Licht nahezu mit, na, wie soll ich sagen, Lichtgeschwindigkeit fliegen. Genau. Und die Neutrinos noch schneller sind. Eben, das ist... Ich hab eine Verständnisschwierigkeit mit der Lichtgeschwindigkeit und der Maximalgeschwindigkeit weiter. Genau, nee, das ist ein guter Punkt. Also die Neutrinos fliegen nicht schneller, sondern ein bisschen langsamer, aber nur wenig langsamer. Aber warum die Photonen später kamen, ist, weil sie nicht so schnell raus konnten aus dem kollabierenden Stern, weil sie gefangen waren. Ja? Die Photonen wechselwirken über die elektromagnetische Wechselwirkung. Diese Materie in so einem kollabierenden Stern ist extrem dicht. Und das heißt, auch die Photonen aus der Sonne alleine, das dauert ewig lange, bis die an die Photosphäre kommen und dann zu uns. Ja? Also deswegen. Und für die Neutrinos sind die Sterne, also auch der kollabierende Stern, mehr oder weniger transparent. Die können einfach viel schneller entweichen. Aber man hat damals zum ersten Mal und auch zum letzten Mal bisher Neutrinos aus so einer Supernova-Explosion nachgewiesen. Mit unserem Xenon-Experiment, wir wollen jetzt auch solche, weil wir sehen diese Neutrinos vorher, das heißt, wir wollen so ein Trigger für Supernova. Das heißt, wir könnten die Neutrinos sehen, wir würden die so als Burst von Ereignissen, nicht? Die kommen alle ziemlich schnell hintereinander und das kann man ausrechnen in den ersten 7 Sekunden oder so, sehen wir so einen Burst. Und dann kann man die anderen Detektoren, also die Teleskope, die nach den Photonen schauen, also die traditionellen Teleskope, kann man die ausrichten, also erstmal kann man den sagen, Alert, ein Signal schicken. Ja? Und da gibt es weltweit so ein Netzwerk, das heißt New Supernova Early Alert und so weiter, und da sind wir Teil davon. Ja? Mit anderen solchen Untergrundexperimenten. Genau, weil diese Teleskope, die haben dann genug Zeit, die Teleskope auszurichten, zu sagen, aha, dort ist eine Supernova-Explosion, wir wollen uns die dann genauer anschauen. Und das wäre natürlich super, aber so eine Supernova, die nahe genug ist, also in unserer eigenen Galaxie oder in einer Galaxie, die nicht so weit weg ist, das passiert etwa, also durchschnittlich
zweimal pro Jahrhundert oder so. Und jetzt wäre wahrscheinlich so eine fällig, aber ob es eben jetzt ist oder nächste 10 Jahre. Also wir sind auf jeden Fall bereit, weil man, da kann man auch sehr viel Physik noch extra damit machen, wenn man die sieht, ja, wenn man diese Neutrinos sieht, genau. Ja. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke ich Ihnen nochmals ganz herzlich für den Vortrag. Dankeschön auch und für die guten Fragen. Bei der NGW haben wir in 2 Wochen am Sonntag Wissenschaft um 11 Georg von Arx zu Gast von der WSL in Birmensdorf. Er erzählt über Jahrringe, Einblick in die Dendrochronologie. Und eine Woche drauf, am Freitag, 4. März, am Freitagabend, wie heute, referiert Martin Glatz, Facharzt für Allergologie, Klinische Immunologie, Dermatologie und Venerologie, habe ich dem Programm entnommen, zum Thema Zeckenbisse. Ein Thema, das jetzt wieder aktueller wird, wenn es wärmer wird und man draußen ist. Wir danken, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie gut heim.